Ich habe letztens ein TikTok gepostet, wo ich euch meine Haare gezeigt habe, beziehungsweise wie ich sie verändert habe. Und unter diesem Video noch unter anderem Videos kriege ich immer wieder die Frage, wie ich meine Haare eigentlich pflege. Und deswegen dachte ich mir, zeige ich euch mal heute in dieser Abendroutine speziell meine Haarroutine und eben welche Produkte ich benutze und wie ich sie anwende, um dann eben das Resultat zu haben, wie ich es jetzt habe. Ich wünsche euch viel Spaß beim heutigen Video. Let's go! Meine Abendroutine beginnt eigentlich jeden Tag anders, je nachdem, wann ich nach Hause komme, wann ich Zeit habe. Und dann gehe ich immer sofort erstmal zum Kühlschrank, weil ich dort die Haarmaske erstmal in den Kühlschrank stelle für 10 Minuten. Ich benutze momentan nämlich die Produkte von Pomelo und Co. Das ist eine Haarpflege auf natürlicher Basis, ohne Silikone, ohne schädliche Sulfate und natürlich auch vegan. Man hat auch wirklich schon eine Wirkung nach der ersten Anwendung. Und zuerst muss man eben hier diese Haarmaske in den Kühlschrank stellen. Wenn man dann die Haarmaske eingearbeitet hat, muss man noch 30 Minuten warten, damit sie einwirkt. Und danach kann man es ganz normal wieder ausschamponieren und pflegen. Und in den 30 Minuten esse ich dann meistens was. Und dann machen wir jetzt eine Haselnuss große Menge ungefähr. Wie groß? Oh mein Gott, wie groß ist denn Haselnuss? So. Danach geht es auch schon wieder hoch ins Badezimmer und ich zeige euch einmal hier ganz kurz, wie ich die anderen Produkte auch anwende. Und zwar zuerst natürlich auch das Shampoo. Alle Produkte sind aus Birnenextrakt und deswegen sind die Haare danach auf jeden Fall auch sehr mit Feuchtigkeit versorgt und noch sehr, sehr seidig. Und was mich auch immer wieder überrascht, ist dieser gute Duft, den man dann sofort in den Duschen überall hat im Badezimmer. Danach benutze ich dann den Conditioner, der auch aus natürlichen und ätherischen Ölen hergestellt ist, natürlich auch ohne Mikroplastik, ohne Silikone ist. Dann spüle ich alles ganz normal aus, komme aus der Dusche raus und ja, wickel meine Haare erstmal in so ein Handtuch ein. Danach benutze ich noch so einen zweiten Conditioner, den man dann aber außerhalb der Dusche benutzt und zwar einfach auf das feuchte Haar aufsprüht. Und das schützt dann eben die Farbe, die ich momentan auch drin habe, weil ich meine Haare ja getönt habe. Und dieser Conditioner schützt dann eben die Farbe und schützt auch vor Hitze. Mit Hitze bearbeiten mache ich das aber erst am Morgen und am Abend mache ich sie mir dann immer in so einem geflochtenen Zopf, was ich euch immer nachher noch zeige. In der Zeit, wo der Conditioner einwirkt, räume ich das Badezimmer ein bisschen auf und putze meine Zähne. Wie gesagt, zeige ich euch nochmal das Ergebnis dann morgen früh, also am Ende des Videos. Und was ich dann immer mache, ist mich nochmal an den Schreibtisch zu setzen, um ein bisschen zu arbeiten und den Tag so schön ausklingen zu lassen. Und zwar gucke ich mir immer meine To-Do-Liste an für den Tag und gucke, was ich noch erledigen muss, beziehungsweise was ich auf den nächsten Tag verschieben kann, weil ich was nicht geschafft habe. Schreibe dann manchmal auch noch Tagebuch und reflektiere so ein bisschen den Tag und schreibe eben eine Nachricht an meinen Accountability-Buddy. Dazu habe ich auch schon mal ein ganzes Video gemacht. Das ist einfach ein Freund von mir und wir tauschen uns jeden Abend immer darüber aus, über unseren Tag, wie er gelaufen ist und ja, versuchen uns dort irgendwie so ein bisschen zu verbessern in unserer Produktivität und unserem Wohlbefinden einfach. Und weil ich dann am Schreibtisch so räume ich immer ein bisschen auf, was hier noch gerade rumliegt. Also mache dann diese 2 Minuten Cleaning-Sache. Und gerade habe ich hier einige Bücher von meiner besten Freundin, die sie mir heute ausgeliehen hat. Beziehungsweise das ist noch eins von mir, was sie hatte. Und jetzt räume ich das nochmal ganz schnell hier schon weg. Wenn ich dann aufgeräumt habe, gejournalt habe, den Tag reflektiert habe, den nächsten Tag geplant habe, dann lese ich manchmal noch etwas. Und zwar habe ich hier gerade ein Buch gelesen von Dalai Lama, was ziemlich spannend ist und sehr interessant war, was mir meine beste Freundin an dem Tag auch noch mitgegeben hat von sich zu Hause. Und das lese ich dann immer sehr gerne mit einer Kerze und auch so eine richtig schöne, gemütliche Atmosphäre. Manchmal gehe ich auch noch mein Handy ran, was ich versuche zu vermeiden, aber ja, ich möchte mal ein bisschen die Realität hier zeigen. Dann gehe ich meistens noch mal ins Wohnzimmer, um mit meiner Familie was zu machen. Manchmal spielen wir was, schauen irgendwie eine Serie, schauen einen Film. Ich kuschel mit Flo oder so, mit meinem Hund. Und das sind so einige Sachen, die ich noch am Abend mache. Das könnt ihr auch richtig gut in meiner Instagram-Story immer sehen, weil ich euch da relativ oft abends mitnehme und immer zeige, was ich mache, zum Beispiel lesen oder sowas. Und wenn mir das dann zu viel ist, gehe ich wieder hoch, putze meine Zähne, falls ich noch nicht gemacht habe oder falls ich noch mal was gegessen habe. Mache mich richtig fertig und gehe dann auch schon ins Bett. Meistens lese ich noch etwas im Bett, aber nicht mehr so lange, weil ich dann schon echt müde bin. Vielleicht so eine Person, die super schnell einschlafen kann zum Glück. Und wenn ich irgendwie in meinem Bett liege, dann kann ich auch sofort wegdüsen. Deswegen lese ich abends im Bett nicht mehr so lange, sondern nur so, weiß ich nicht, 5 bis 10 Minuten. Und ich lege mein Handy weg und das war's auch schon mit meiner Abendroutine eigentlich. Am nächsten Morgen mache ich dann erstmal meinen geflochtenen Zopf wieder raus, den ich am Abend drin hatte. Und so sehen meine Haare dann erstmal aus und noch ein bisschen, ja, durcheinander. Deswegen glätte ich sie dann noch. Und zwar sieht das Ganze dann so hier aus, wenn ich sie geglättet habe. Falls ihr auch die Produkte von Pomelo und Co. verwenden wollt, dann schaut unbedingt mal in der Infobox vorbei, weil ich euch ja noch einen Code hinschreibe von mir, mit dem ihr einen super krassen Rabatt bekommen könnt. Also schaut auf jeden Fall mal vorbei. Falls ihr noch meine Morgenroutine interessiert, könnt ihr auch gerne hier noch vorbeigucken. Und vergesst auch nicht bei Pomelo und Co. vorbeizugucken. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis bald mal wieder. Bis dann! Tschüss!